Hier werden einmal relativ kompakt und vielleicht auch ein bisschen schnell die Grundregeln und die elementaren Rechenregeln in R in mehreren einzelnen kleinen Videos erklärt. Grundregeln sind Regeln, die man definieren muss, also im wahrsten Sinne definieren muss. Die kann man nicht weiter erläutern, man kann sie nicht beweisen, man kann zeigen, dass sie gelten. Aber Beweise sind schwierig, deswegen nennt man sie Axiome. Und dafür muss man natürlich noch wissen, was ist R? R ist im Grunde genommen der Zahlenraum, den Sie kennen zum Rechnen. Man fängt an, üblicherweise mit den natürlichen Zahlen zu rechnen. Das sind die Zahlen manchmal von 0, 1, 2, 3, 4, 5 bis n oder wie auch immer, also die ganzen Zahlen, mal ist die 0 nicht dabei. Dann nimmt man später noch die negativen Zahlen dazu. Dann hat man die Zahlenraum Z. Wenn man noch die Brüche dazu nimmt, dann ist man in den rationalen Zahlen. Und nimmt man auch noch die Wurzeln. Gebrochene Potenzen, das sind ja Wurzeln, dann letztendlich die Zahl e, die Zahl Pi und was Sie alle so kennen dazu, dann ist man in den reellen Zahlen. Die einzige Zahl, die in den reellen Zahlen nicht definiert ist, das ist die negative Wurzel, also die Wurzel aus minus 1, die gehört nicht dazu. Wenn man die noch mit dazu nimmt, dann kommt man zum sogenannten vollständigen oder komplexen Zahlenraum C. So, das nur am Rand, damit Sie einmal ganz kurz wissen, wie die Bezeichnungen sind. Wir gucken uns jetzt die Axiome an. Damit man in unserem Zahlenraum rechnen kann, brauchen wir zwei Verknüpfungen. Einmal die sogenannte Addition plus die Multiplikation mal. Das, was Sie sonst noch kennen, Minus, wird über die Addition erklärt und die negativen Zahlen, die Multiplikation wird erweitert mit der Division durch die Kehrwerte, durch die Kehrbrüche im Grunde genommen. Erkläre ich aber dann gleich unten noch einmal. So, wir müssen wissen, damit wir auch rechnen können, dass jedes Ergebnis wieder in dem Zahlenraum ist. Also wir müssen die Existenz der Summe wissen. Das heißt, es muss gelten für jedes a und für jedes b aus R. Wenn ich sie zusammenrechne, dass sie wieder in R sind und wir also weiterrechnen können. Genau das gleiche kann ich für ein a mal b sagen und das ergibt ein sogenanntes Produkt, das wieder in R ist. Wir müssen wissen, wie wir rechnen können. Wir müssen also zeigen, dass in der Addition es völlig egal ist, ob wir erst a plus b rechnen oder erst b plus s. Klammern sind Hilfsmittel, um zu zeigen, wie oder vielmehr, was als erstes gerechnet werden soll. So, hier wird zuerst A und B zusammengerechnet und dann wird S dazu gerechnet und hier wird erst B und S zusammengerechnet und dann A dazu. Natürlich kann man auch A und S zuerst zusammenrechnen und dann B dazu. Das heißt, die Reihenfolge ist egal. Genau das Gleiche gilt bei der Multiplikation. Es ist höchst egal, ob Sie erst A mit B multiplizieren oder ob Sie erst B mit P multiplizieren, sofern Sie hinterher a mal b mal p rechnen, ist es das gleiche wie a mal und dann b mal p in Klammern. Wir brauchen, um einen Raum zu haben, in dem wir gut rechnen können, ein sogenanntes neutrales Element. Das braucht man bezüglich der Addition, das braucht man bezüglich der Multiplikation. In der Addition ist es das sogenannte Nullelement. Denn a plus 0 ist wieder a, also verhält sich die 0 neutral bezügllich der Addition. Und a mal 1 ist wieder a, also verhält sich die 1 neutral bezüglich der Multiplikation. Was Sie vielleicht so noch nicht kennen vom Begriff her, ist das sogenannte inverse Element. Für das inverse Element muss gelten, mein Element verknüpft ist gleich das in dem Fall neutrale Element, also hier das Nullelement und hier A verknüpft ist gleich wieder das neutrale Element, also hier das 1-Element.
Und dann müssen wir überlegen, gibt es so ein Element? Ja, gibt es, denn a plus minus a ist 0. Und a mal 1 durch a ist 1. Da haben wir die inversen Elemente. Es gibt noch ein paar weitere, oder genau genommen 3 weitere Gesetze, die gelten müssen. Das Kommutativgesetz gilt, a plus b ist gleich b plus a. Also wir können auch die Reihenfolge ändern, genauso in der Multiplikation. A mal b ist b mal a. Und es gilt das sogenannte Distributivgesetz. Mit dem Gesetz muss man ein bisschen vorsichtig sein, das wird manchmal durcheinander geworfen. Erkläre ich auch gleich nochmal unten, was passiert. Einer der häufigsten Fehler, der gemacht wird. A mal b plus s ist a mal b plus a mal s. Das machen viele richtig, das läuft in der Regel ganz gut. Wir haben noch keine Subtraktion. Ich hatte Ihnen versprochen, wir erklären das über die Addition. A minus b ist a plus und dann rechnen wir einfach minus b dazu. Und die Division, hatte ich Ihnen gesagt, erklären wir mit dem inversen Element, denn die Division ist nichts anderes als eine Multiplikation mit dem Kehrwert. Und das kann man auch schreiben als a durch b, wobei hier für die Begrifflichkeit man das Ding hier oben einen Zähler nennt und das hier unten einen Nenner. So, jetzt ein paar Dinge, auf die man Acht geben muss. A minus b ist definitiv nicht das gleiche wie b minus a. Denn a minus b ist ja a plus minus b. Und nur für plus gilt das Kommutativgesetz. Also nur hier darf ich tauschen. Also ist das das gleiche wie b plus minus b plus a. Genau das gleiche können wir jetzt hier sagen. A durch b ist a mal 1 durch b ist 1 durch b mal a, also nur nichts anderes als a durch b oder so geschrieben a durch b. Also da kann man nichts umtauschen, das geht nicht. Dieses beides hier ist definitiv falsch. Häufig falsch wird das Distributivgesetz auf diese Klammer hier angewendet. 2 mal zum Beispiel, die 2 steht hier für eine beliebige Zahl oder Element, mal a mal b wird ganz oft 2 mal a mal 2 mal b ausgeführt. Das soll aber gar nicht. Dieses Gesetz gibt es nicht. Das Distributivgesetz lautet a mal b plus s. Und ja, damit ist das definitiv falsch. Also das hier, das geht genauso, können wir das Distributivgesetz nicht anwenden, sondern das Assoziativgesetz, also 2 mal a können wir zuerst rechnen, dann mal b, also ist es nichts anderes als 2 mal a mal b. Anders hier unten, da haben wir tatsächlich das Distributivgesetz, das ist 2a plus 2b. So, hier dann noch eine kurze Konvention über die Reihenfolge beim Rechnen. Klammern werden grundsätzlich zuerst ausgerechnet. Das heißt, setzt man eine Klammer, dann muss das als erstes ausgerechnet werden. Und sonst gilt immer, jede Punktrechnung wird ausgewertet vor jeder Strichrechnung. Also ist 2 mal 5 plus 7 das gleiche wie 2 mal, wir sollen zuerst 5 plus 7 rechnen. 5 plus 7 sind 12, also 2 mal 12 sind 24. Hier geht jetzt Punkt vor Strichrechnung. Also haben wir hier 2 mal 5, das ist 10, plus 7, das sind 17. In dem nächsten Video gucken wir uns dann noch weitere Rechenregeln an.